Damit sind wir zurück zu Let's Play Tidequest. Das ist jetzt der Freitagspart. Ich habe mich jetzt doch entschieden, noch einen Part zu spielen. Aber wie schon versprochen, nicht mehr am Donnerstag, sondern am Freitag. Ja, der letzte Part lief sehr gut. Ich habe mich in der Folge ein bisschen aufgeregt, weil ich ja da gesehen habe bei der Akkufast-Lehrgeschichte, dass kein Ton kommt, aber es war ein sehr schöner Part. Und ich hoffe, dass auch dieser so schön bleibt. Schaue ich das Spiel. Beim letzten Mal haben wir die Panas-Höhlen-Quest komplett. Haben auch den nächsten Brunnen wiedergefunden im Hinterland des Panas. Und ja, haben einen blauen Speer gesehen, den wir mit unserem blauen Speer verglichen, aber dann letztendlich verkauft haben. Und in der Rüstung haben wir jetzt das erste Relikt, die Essenz von Herakles Macht, weil eine zweite Herakles Macht Essenz mittlerweile wieder vollständig ist. So, wir wissen schon, das nächste Portal ist am Panas, aber wir müssen es natürlich erreichen. Logischerweise, wir sind wieder im Hinterland und wir waren dann auch noch im Wald, der ist hier unten. Jetzt müssen wir natürlich wieder dahinter gehen, hier ist ja nichts mehr, ja? Doch da, okay. Erstmal natürlich Aura und Wölfe. Das ist der erste Wolf, jetzt muss ich mal schon die Ladezeit abwarten. Für den zweiten Wolf und dann gehen wir dahin. Jetzt vorher war hier Manadenland, jetzt müssen wir mal schauen. Na, Wolf. Danke. Vorher war hier Manadenland, jetzt müssen wir mal schauen, wie jetzt sich hier so befindet. Immer noch mal an. Ich sehe schon. Immer noch mal Nadel, okay, gut zu wissen. So, den C-Wald übrigens. Das habe ich vorher, weil vorher Hefuswald gesagt. Das war falsch, das ist der Hefuswald. Aber unsere treuen Wölfe killen die sehr schnell und zuverlässig. Weggehen. So. 210 Gold, Jagdspeer der Erkenntnis und Jagdspeer der Flinkheit. Wir müssen natürlich jetzt wieder ein bisschen vom Weg laufen hier, weil aus der Gegner heißt das. Wir haben ja hier einen kleinen Weg und hier, ich habe da jetzt mal gesehen, dass wir da wieder ins Hochland von Panas kommen. Das habe ich aber erst beim Sehen der Folge gemerkt. Ja, mein Adenland setzt sich fort. Das ist es auch weiterhin. Ich bin sehr für Wölfe, muss ich ehrlich sagen. Wölfe, die killern sehr ordentlich. So, hier irgendwas Interessantes? Nein. Dann weitergehen oder ist hier kein Weg? Ja doch, ist eine Höhle. Eine natürliche Höhle. Hooray! Wir hatten ja in der letzten Folge eine Höhle mit den Panas Höhlen, aber wir schauen schon mal zu unseren Erfahrungen. Und vielleicht Quests und natürlich wieder Arachnos. Ich hoffe, die ist jetzt nicht so groß. Die Panas ist sehr groß. Oder eigentlich nicht sofort wieder in die Höhle. Todes Spinner wieder. Und ein Heiltrank, weil wir fast gestorben wären. Aber eben nur fast. Oh, die sieht wieder so groß aus. Mann. Ein Runenweber. Und hier ein Knochenhaufen und eine Königin. 283 Gold und die königliche Truhe hat einen Energietrank, einen einfachen Gesundheitstrank, leichten verstärkten Schild, gepolsterte Beinwinkel des Lebens, gepolsterter Umhang der Geschicklichkeit, 95, 182 und 300 Gold. So, weiter geht's. Nicht Bummel, wie es so schön Harry Potter heißt. Ja, den Satz mag ich, obwohl Harry Potter jetzt nicht zwangsweise mein Lieblings-
mein Lieblingsfilm gehört. Hatte ich ja auch damals mal laufen. Bei meinen Lieblingsfiguren. Okay, das ist nichts Wichtiges. Nur weiße Gegenstände, die nicht mehr mitbekanntlich. Und jetzt geht's hier weiter. Ja, okay, so groß ist die Höhle hier gar nicht. Ach, schon wieder so ein Aufseher hier, Mann. Allerdings war ich jetzt relativ alleine. Mit wie einem Todesweber-Armpanzer. Aha. Ich wollte schon Todesweberhelm sagen, weil beim letzten Mal hatten wir einen Todesweberhelm. Truhe? Was? Ja, und das war die Höhle schon. Ja, okay. Ja, jetzt von der Größe her durchaus vertretbar. Die dürfte uns jetzt auch nicht viel Zeit gekostet haben. Ja, genau. Jetzt kommen wir wieder hier hoch. Hier geht's wieder ins Hinterland. Das habe ich, wie gesagt, gesehen, ne? Beim Anschauen. Nicht beim Bauen. Warum der immer noch weiterhin das Problem mit dem Angriff hat, verstehe ich immer noch nicht. Truhe. Zwergischer Großhelm des Scharfsinns und 337 Gold. Und jetzt gehen wir nach unten, ne? Weil hier oben haben wir alles. Genau, jetzt sind wir ungefähr so weit wie vorher. Bloß, dass wir jetzt noch die Höhle gefunden haben. Irgendwas Wichtiges hier? Nein. Da ist eine Artemisin, die sieht Metern. Die darf sich gleich mal verpissen. Darauf formuliert und hier eine Speere. Okay, ich heile mich mal wieder, weil wir sind nicht mehr ganz so fit. Dann geht es hier weiter. Hier ist jetzt Hinterlands Fahne. Das habe ich, wie gesagt, vorher nicht gesehen. Ich bin direkt reingelaufen. Ernsthaft, ich lerne es nicht. Bis zum Tarn mit dem stationären Angriff. Ich lerne es einfach nicht. Ich laufe immer voll in die Gegner rein. Vielleicht ein Argument für Nahkampf, da kann man in die Gegner nicht da rein. So, und Tal hier vorne. Hier ist das Portal. Auf dem Pan. Der Pan ist eine Art Gebirgszug und hier ist eine Steinbrücke. Nur noch mal kurz, ob hier irgendwas noch. Zum nächsten Portal dann. Hier. Nächster Brunnen der Wiedergeburt ist auch. An diesem Händler ist aber was Besonderes. Dieser Händler ein Satyr. Ja, man hört. Ja, nee. Braucht man nicht. Wir verkaufen nur hier. Oder wisst ihr was? Wir doch verkaufen wir jetzt hier schon. Intelligenz. Oder? Ja. Dann hier der Helm. Der ist schlechter. Dann hier ein Schild. Schlechter. Zwei Speere, die sind aber auch beide schlechter. Hier noch eine Halskette. Die Halskette habe ich beim letzten Mal übersehen. Die ist aber auch schlechter. Der Ring ist auch schlechter. Und der Arach, der Todesweber-Armpanzer. Das ist wieder ein grüner Gegenstand. Der ist wahrscheinlich besser. Nein, ist er nicht. Aber er hat drei Effekte. Wahrscheinlichkeit für Durchschlagsvergeltung, Angriffsgeschwindigkeit und Durchschlagswiderstand. Hm. Ja, das Problem ist, dass diese geschmückte Armschutz halt 44 Rüstung hat. Also 30 und dann nochmal plus 14 Rüstung. Ich behalte den mal, weil sonst sonst lese ich schon förmlich wieder in den Kommentaren den Todeswehrhelm wegschmeiße. Wir brauchen neue Heiltränke.
Ja. Und wir haben gleich das... Blitz, Shields, Potions, Greaves, Bows, Helme zur Work, Solo. Ich habe ihn jetzt nicht ausreden lassen, weil wir kennen den Heiltränke geguckt. Wegen dem Level-Up. Ich würde es so machen. Eichenherz, weil das ist ein verdammt geiler Aura und noch ein, zwei Effekte, aber die solche nehmen wir nicht. Die bringt einfach nicht genug. Na naja, gut. Wieder zurück zum Panas und dann weitergehen. Ja, wir haben immer noch keine Antworten gefunden. Was haben wir eigentlich zu tun? Wir haben ja nur die Hauptaufgabe, ne? Suchen Sie Antworten in den Höhlen des Panas, aber da waren wir ja schon. Und hier steht ja auch durch die Höhen des Panas gehen, das aber, da waren wir aber auch schon, das ist ein bisschen komisch. Nebenaufgaben haben wir alle abgeschlossen. Ja, mal gucken, ich gehe einfach mal weiter, vielleicht kommt ja noch was. Kann bestimmt nicht schaden. Schau mal, was kommt, ein Brunnen der Wiedergeburt. Und hier sind... Die sind... Plünderer. Oh, und ein Magier. Einfache Truhe. Mit Besonderes. Gut, dann gehen wir. Schade, dass diese Desertür hier. Oh, verwüste und ich glaube. Und das ist. Bei den nächsten. Ein besonderer Satz für in Tür. Ja, ist wieder ein Heldensatz. Hey, der Geist. Wildschwein mit Bergjäger. Eine Anzeige, aber auch. 7 Gold. Gut, dass sie den Geistruf jetzt tötet. Nicht ganz schön. Hier noch ein grausiger, eine einfache Truhe. Satyren, ja. Die Faske vermisst. Ziegen Menschen. So, was haben wir hier noch? Eine einfache. Ich habe sie schon fast vermisst und Satyren. Beim Anfang des Spiels haben die uns ja relativ nicht genervt, aber relativ stark waren sie vertreten. Jetzt noch unser Türenlager. Eine Essenz von Dionysus. Weinschlauch, nicht Wasserschlauch. Hier bringt es eine Flagge. Oh, wie viele. Wieder ein Bergjäger. Sonst nichts. Menschen kennen wir ja seit dem Panas von dem besonderen
hinter Türen angeschlossen haben, keine Ahnung. Ich nehme an, dafür. Auch nicht. Okay, hier ist jetzt zumindest wieder ein paar Gesundheitszahlen. Oh, Alter. Wir haben in letzter Zeit auch viele, sehr viele, hier unten geht's jetzt zum Strand mit Sammlungen, ne? Am Anfang waren es halt gestern, ja, beim letzten Part, noch bei diesem Part ein bisschen Schaden. Und jetzt in dieser Türen so viel. Die stellen uns vor keine Probleme mehr. Mal auf die Energie. 30 Gold, das. Mit 311 Gold. Ruhe, und da ist eine Steinbrücke wieder. Das sind jetzt 234 Gold noch. Aber erst noch unser Türenlager. Was macht ihr denn hier mit den unseren Türenlagern? Wüste losfährt, der macht eine Aura, die wollen wir nicht. Aber genauso. Den Kämpfer-Veteran ergibt es nicht besser. Cool. Kalter Jagdbogen, schützender Schleifenring, 276 und 254 Gold. Kurz hier die schwarzen Flecken loswerden. Ja, okay, und das war's auch schon wieder für dieses Gebiet so aus. Okay, interessant. Und dann geht jetzt nichts zurück. Nur kurz nochmal auf die Uhrzeit. Ja, aber wir haben noch ein bisschen Zeit. Wir können noch weiter. Mehr noch einen Brunnen der Wiedergeburt. Das wäre ganz cool. Hauptaufgabe aktualisiert: die Quelle der Monster. Das ist hinter den Höhlen des der Sorge an Höhlen, dass hinter den Höhlen des Panas in Erfahrung gebracht werden kann. Dort scheint es eine Art großes Kriegslager zu geben für ein Heer aus Monstern. Interessant, wir kommen mal zum Lager, auch wenn wir gerade noch keins sehen. Wo ist denn hier? Aha, hier ist. Okay, die Musik hat gerade gewechselt. Hier ist ein Banner, hier ist der nächste Brunnen der Wiedergeburt. Unteres Kriegerlager. Und die Musik ist gerade sehr beunruhigend geworden. Okay. Also haben wir den Panas hinter uns gelassen. Ich handle erstmal, bevor ich hier weitergehe. Das haben wir eh nicht mehr. Nach Delphi. Zum Saturnhändler. Ein Kriegslager. Oh je, das könnte ja sehr lustig werden. Ich meine, wir sind nur zu dritt. Und selbst mit dem Wunder, selbst mit dem Schein der Meisterschaft sind wir zu viert. Ja, du kannst den Stab mitnehmen und den Stirnrad der Energie. Schlecht. Ihr seid schlechter. Du bist auch schlechter. Und der Bogen ist nur ein bisschen die Schale besser in Angriffsgeschwindigkeit und Tempo Sekunden verschlechtert. Der kommt da auch weg. Come again. Halt. Yes? Gesundheitstrank mitnehmen. Komplett heilen. Ja, es ist ein Kriegerlager. Ich hab keine Ahnung, was da erwartet. Deswegen lieber heilen davor. Haben wir nicht. Ich denke nicht zwangsweise nochmal. Okay, und das Kriegerlager. Mal schauen, was uns hier erwartet. Satyren. Gut, die kennen wir jetzt schon vom Stand. Wenn es nur Satyren sind, dann wird das Kriegerlager easy. Ja, unsere Wölfe moschen da vorne. Ein bisschen, hier ist eine einfache Truhe, das ist ein Tast. Sag mal bitte an, Charakter, dankeschön. So, einfach cool. Ein Energietrank, 131, 119 Gold. Hier auch ein schwarzer Stein, sehr interessant, und es ist riesig. Das ist absolut riesig, hier gehe ich schon für Schritt vor.
weil das ist ein großes Lager. Hier sind im Wasser. Auch manche hier mit wieder Bannern füllen. Okay, dann können wir jetzt hier. Ich nehme mal an, dass es auch ein oberes Kriegerlager gibt, weil hier steht ja als unteres. Böse Monster, ihr kommt niemals. Gut. Zwei einfache Truhen. Da sehe ich eine Bewegung. 459 Gold. Ich wusste, dass ich eine Bewegung gesehen habe. Zweite einfache Truhe. Gesundheitstrank. 135. Ja. Sehen wir mal wieder einen Schrein. Markierung. Das ist jetzt die dritte Kampfmarkierung in zwei Parts. Und weitere dieser Türen, die das Pech haben, sich von uns töten zu lassen. Einfach Gesundheitstrank hier wieder. Das schauen, wie gesagt, das ist natürlich dieses Lager. Es ist kein Omni. Ist sehr groß. Schützen als Kette der Flinkheit. Und wir wollen hier sämtliche Monster auslöschen. Einfach eine Menge Erfahrung. Und außerdem sind die auch in Gefahr für Griechenland. Wir sind ja wahrscheinlich Grieche. Alter. Ja, moscht sie, meine Wölfe. Mega Arbeit. Ja, man sieht schon, das Lager ist nicht klein. So, kurz zurück. Da ist noch zurück ein schwarzer Fleck. Den wollen wir nicht. Den wollen wir entfernen. Die nehmen dich genau. Fühlt man sich ja glatt hier an Krieg Nord mit den riesigen Herrschern. Da waren aber die Tatsache. Und mein Spiel hat gezickt. Als Untote. Okay. Nicht Untote. Ja, das ist nämlich auch gewohnt. Natürlich treffen wir auf doch gewundert, wenn die Null sind. Als der Kenntnis hier irgendwas. Alter! Ja, Viecher, wie viele Viecher hier rumlaufen. So, hier nichts. Ich weiß, ich war gerade vorhin in der Giftwolke. Eine Truhe. Da war auch nichts Besonderes. So, weiter geht's. Nächste Truhe. Oh, wieder hier ein Ortus. Und einmal Akku anschließen. Außerdem sehe ich, dass der Turm wieder funktioniert. Das ist gut. Das erfüllt mich mit Hoffnung, dass auch dieser Part hier ein guter Part ist und gut läuft. Jetzt muss ich nur kurz wieder das Akku machen. Ja, der Akku ist blöd, aber wenn ich den Akku da draußen habe und erst im Part anschließe, dann laufen die Parts besser, habe ich gemerkt. Deswegen mache ich das immer. Lauf weg, lauf weg, lauf weg, heilen. Tote töten. Beziehungsweise unsere Wölfe unterstützen. Schützender Schleifenring und hier zwei einfache Gesundheitstränke. Ja, sieht hier so wie eine runtergekommene Stadt aus, wie so eine Ruinenstadt, ne? Also zumindest für meine Augen. Und zwei Brunnen der Wiedergeburt jetzt in dem Park. Schon sehr schön. Geht wieder ein bisschen nach oben. Oder nee. Solchen Vögel natürlich auch wieder hier. Überrascht mich nicht sonderlich. Aber schön, dass unsere Wölfe so tatkräftig mithelfen und viele Viecher killen. Gesundheitstrank, hier auch wieder ein
Nein, ich wollte das nicht aufheben. Osteoskop ist kein Weg. Auch hier wieder ein Hort des Levelns, weil... Ja, man sieht ja warum. Bogenschützen töten. Blutiger Rundstab der Flinkheit, 351 Gold. Die restlichen Bogenschützen haben die Wölfe erledigt. Wir kriegen ja durch die Wölfe Erfahrung, das ist ja das Wunderschöne. Deswegen, da war doch vorhin eine zweite Truhe, genau, die ist hier. Alle checken. 334 Gold und geschmückt, aber ein Schutz der Flinkheit. Sehr schön. Ja, ich spare mir die Punkte jetzt erstmal auf. Ich verteile dann nur die Attributspunkte in Stärke. Okay, jetzt muss ich oben wieder gucken. Schauen wir mal. Ja, 4 Minuten haben wir noch. Ein bisschen können wir noch anschauen. Hier sind Türen zur Abwechslung. Ich gehe erstmal nach hier oben. Da sehe ich auch einen Bergjäger. Ja, der hat eine Mana-Anzeige, der macht immer so. Der stampft auf dem Boden, glaube ich. Danke, liebe Satyren, wie viel. Danke, liebe. Oh, da ist ein besonderer, glaube ich. Ah, ein Wildschweinmensch Tarn, der hat nämlich gerade eine aufgezeugt. Oh, werdet doch mal die Viecher los, Mann! Genau, hier ist jetzt noch ein schützender Schleifenring, den ich mit. Ja, das ist halt das Problem an den Wölfen ein bisschen, dass sie halt wirklich alles und jeden angreifen. Auch Sachen, die man nicht angreifen soll. Weil sie zum Beispiel die Menge Gegner auf sich ziehen. Und hier ist 728 und 298 Gold. Und noch ein Portrude. Ja, man lernt jetzt wieder kennen. Noch die drei Satyren loswerden. Einfach Energietrank für 98 Gold und geschmückter Weinschutz der Reise. Und ich glaube, dann porten wir uns, gell? Ja, ich schau noch hier oben. Hängt ins kleine Fläche. Gut. Ja, schau ich jetzt nicht. So. Lager müssen wir. Nach Delphi. Jetzt schaue ich gleich, ob ich Stärke oder Geschick erhöhen muss. Wenn nicht, nehme ich das niedrigere. Geschick, weil Stärke haben wir mehr. Oder ich mache auf beiden einen Punkt. Ein Punkt Stärke, ein Punkt Geschick. Genau, und hier bei der Meisterschaft nutze ich jetzt die Kunst der Jagd. Und wie gesagt, ich schreibe dann im... Wenn man es nicht gehört hat, nochmal in die Videobeschreibung, dass man eben, dass ihr eben jetzt entscheiden könnt, ob Fernkampf oder Nahkampf, und beim nächsten Part entscheide ich das dann, wenn ich nichts hören sollte. So, Kunst der Jagd, aktuelle Stufe 9, 15 Meter Radius, plus 3% Blutungsschaden, nee, plus 39% Blutungsschaden, plus 26% Durchschlagsschaden und plus 22% Schaden gegen Menschen und Bestien. Bei Tiermenschen ist ja sehr hilfreich, merkt schon. Viele in Griechenland, weil die Satyren, die Manaden, die Arachnen, ne, die Arachnen ist nicht, aber es sind halt einfach viele Tiermenschen. So, hier alles loswerden. Zumindest alles, was wir nicht brauchen. Und jetzt schauen. Der Ring ist schlechter. Der Ring ist schlechter. Das könnten wir uns anschauen. Du bist schlechter. Du bist auch schlechter. Was haben wir hier? Schützende Halskette, Flinkheit, Blitzwiderstand und Geschick. Ja, nehmen wir, weil es hat mehr Blitzwiderstand als wir jetzt beim Feuer. Dann nehmen wir die. Dann hier die Beinschienen. Die sind aber alle drei schlechter. Dann hier die Rüstung. Die wir gar nicht so tragen könnten. Das sieht übrigens sehr interessant aus in Schwarz, die Tunika. Und ja, genau, den Armpanzer lasse ich erstmal drin. Genau, und dann
beenden wir jetzt den Part gleich. Best of luck! Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich